Sebastian, das hast du ja ziemlich schön aufgebaut mit deinen 5 Gläschen, tollen Aschenbecher und gemütlich hast du das, wa? Auch die Farben der Spiritosen, oder? Stimmt. Hat irgendwie was. Von klar bis hin zu Bernsteinfarben. Alles dabei. Ja, was könnte heute das Thema sein? Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, welche Spirituose passt am besten zur Zigarre? Wir haben ja gerade das Thema Whisky behandelt, haben festgestellt, ein schöner Highland Single Malt passt wohl sehr gut zur Zigarre. Wir machen jetzt hier weiter mit dem Thema Mezcal. Mezcal kommt aus Mexiko, Oaxaca, hat oft so rauchige Noten. Werde ich jetzt mal als nächstes probieren zu meiner mittelkräftigen Zigarre. Na, das sollte doch ganz fein sein. Tatsächlich, also Mezcal funktioniert, bringt eine schöne Süße mit rein, lässt der Zigarre noch Raum, tolle Kombination, ohne Frage. Die Agavennoten schmeckt man schön durch, das ist auch nicht zu rauchig. Schöne Kombination. Wir machen weiter mit einer Spirituose, da muss es erstmal dran riechen. Damit du weißt, was es ist. Grappa. Man kann es an der Farbe erkennen, was Eichenfass gelagert ist, und zwar in dem Fall hier 15 Jahre sogar im Fass gelegen. Wir haben hier den Nardini 15 Jahre eben. Und testen den jetzt gleich mal zur Zigarre. Kann ich nur sagen, sensationell. Ganz schönes Spiel der Aromen auch hier. So die typischen Tresterbrand-Aromen kommen schön durch. Die Zigarre hat auch immer noch Platz. Ich habe ein bisschen Geschmack vom Rauch eben. Ich habe eine leichte Süße, so ein bisschen Eichenfass-Aromen. Traumhafte Kombination mit diesem Eichenfass gelagerten Tresterbrand hier. So gut gleich. Das erstaunt mich ja. Wunderschön, jetzt muss ich mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich habe jetzt einen Rum, und zwar einen Single Vintage Rum von Botucal. Erwarte ein bisschen was Süßeres auf jeden Fall. Rum, sagt man ja, funktioniert auch immer gut zur Zigarre. Spannend, hier wird es jetzt ein bisschen bitterer im Geschmack, also auch der Rum arbeitet mit dem Rauch der Zigarre, funktioniert auf jeden Fall. Und der Rum ist auch nicht so dominant, wenn ich jetzt nochmal von der Zigarre ziehe, dann habe ich ganz deutlich so wieder diese typischen Tabaknoten von dieser Zigarre. Und der Rum wird jetzt bitterer oder der Zigarre? Das Geschmackserlebnis wird insgesamt ein bisschen bitterer, im Vergleich zum Tresterbrand beispielsweise. So, zum Schluss noch ein ganz beliebter Klassiker. Cognac, sagt man, oder Weinbrand. Auch Brandy in Spanien passt eigentlich immer zur Zigarre. Werde ich nochmal kurz testen mit relativ jungen Destillat. Wir haben jetzt hier den VS von André Petit.
Also da kann man auch nichts dagegen einwenden. Auch eine schöne Kombination. Wie gesagt, ein berühmter Klassiker. Das heißt, letztendlich können wir sagen, Highland Single Malt funktioniert ganz gut, Mezcal hat schön funktioniert. Richtig spitze war auf jeden Fall dieser alte Grapper. Rum und Cognac gehen eigentlich immer, außer man hat hier vielleicht irgendwelche Extreme, aber wenn man so klassische Varianten nimmt, immer auch schöne Kombinationen. Ja, andere Besonderheiten, einen klaren Gin und so weiter haben wir heute nicht ausgewählt, weil wir einfach wissen, das funktioniert auch nicht, aber mit diesen Kombinationen kann man super schön mit einer Zigarre arbeiten. Und was war jetzt persönlich dein Favorit? Also mir hat der Grappa gut gefallen, Mezcal, Rum und Cognac aber auch. Aber Favorit vielleicht sogar wirklich hier der Grappa. Okay. Interessant.